Herr Hausmann, wie zufrieden sind Sie mit den Antworten von Sozialminister Manalucha? Wir sind nicht zufrieden, insbesondere deshalb, weil ihm das Schreiben der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wohl erst kurz vor der Sitzung zugegangen ist. Aber wir haben die Zusage von Minister Lucha, dass er dieses Schreiben aufarbeitet. Das war uns wichtig, dass wir daraus auch nochmal detaillierte Informationen bekommen, zumal auch in seinem Ministerium geäußert wurde, an den Vorwürfen sei nichts dran. Also insofern, unsere Forderung, die wurde erfüllt, dass wir auch nochmal eine genaue Information über die Informationen aus diesem Schreiben erhalten. Was ist denn jetzt die Lösung? Was braucht es Ihrer Meinung nach? Die Lösung ist, dass wir insgesamt für den Maßregelvollzug in Baden-Württemberg ein Konzept entwickeln, das auch Perspektive bietet für die kommenden Jahre. Das wurde heute auch angekündigt, dass es weitere gesetzliche Regelungen geben soll. Das war bisher in Baden-Württemberg nicht der Fall. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, der uns wichtig war, dass wir die Vorgänge im faulen Pelz nochmals sehr genau analysiert. Man muss wissen, der faule Pelz stand schon immer unter schwierigen Vorzeichen, weil Sozialminister Lucha mit der Stadt viele Diskussionen geführt hat. Und wir haben den Eindruck, dass es etwas übers Knie gebrochen hat, die Inbetriebnahme des faulen Pelzes in Heidelberg. Herr Hausmann, wenn ich Sie zitieren darf, Sie sagten im Ausschuss, dass der faule Pelz sich zum baden-württembergischen Alcatraz entwickeln würde. Jetzt meine konkrete Frage: Was braucht es denn für ein politisches Signal? Es braucht das Signal, dass wir diese Missstände, die die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte detailliert formuliert haben, dass wir das ernst nehmen und dass wir den faulen Pelz als Maßregelvollzugseinrichtung so strukturieren, dass wir diese Einrichtung wie andere Einrichtungen auch auf ein solides Fundament stellen. Und ich glaube, der heutige Tag, die heutige Sitzung im Sozialausschuss hat hier geholfen dazu. Und deswegen habe ich es etwas überspitzt auch formuliert, weil wenn man den Brief liest, man schon den Eindruck bekommt, es sind so viele Missstände, dass es höchste Eisenbahn ist, sich für den faulen Pelz in Heidelberg einzusetzen. Herr Hausmann, vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Herzlichen Dank.